Königin Maxima, hat sie neuen Lieblingslook? Der Kleidungsstil von Königin Maxima der Niederlande unterscheidet sich von Letizia Heath und Co., denn sie setzt oft auf knallige Farben und Zweiteiler mit Hosen. Nun hat sich die Königin gleich zweimal hintereinander mit einem neuen Trendteil gezeigt, einem Cape. Vor wenigen Tagen trägt sie ein rotes Cape bei einem Termin in Den Haag, gestern Abend setzt sie bei einem Konzert in Amsterdam auf ein schwarzes Cape, das sie zu Glitzerhose und schlichten Oberteil kombiniert. Der Look steht ihr hervorragend, deshalb dürfte es nicht das letzte Mal gewesen sein, dass sie ein Cape als Capies wählt. Im jordanischen Königshaus geht es Schlag auf Schlag, nachdem die freudige Nachricht über die Verlobung von Königin Rania's 52 und König Abdullahs 60 Sohn, Prinz Hussein, 28, sowie ihrer Tochter Prinzessin Iman, 26, verkündet wurde, werden nun auch bei Abdullahs Neffe, Tal el-Salih, die Hochzeitsglocken läuten, er und seine Freundin Dana heiraten. Das Foto des Paares postet Tal el-Salihs Mutter Aliya bint el-Hussein, 66, die Schwester von König Abdullah, auf ihrem Instagram-Account. Das Foto zeigt neben den glücklichen Gesichtern auch das glamouröse Kleid von Dana. Es handelt sich um ein asymmetrisches Mini-Kleid mit Federapplikationen an der Borde. Passend zum Anlass trägt die Verlobte schon mal weiß. Ihre Haare liegen glatt über ihren Schultern. Eine funkelnde Kette ziert den Hals der Braut in Spe. Was tragen Royals eigentlich, wenn sie feiern gehen? Pailletten und Kleider mit raffinierten Ausschnitten, zumindest wenn es nach Amelia und Elisa Spencer geht. Die beiden Nichten von Lady Diana sind zu Gast auf der Claretges Christmas Tree 2022 Party von Jimmy Choo und beweisen, dass auch Adelige bei für eine Partynacht in London gerne zum sexy Glitzerkleid greifen. Vor allem Amelias Outfit ist der Inbegriff eines klassischen Party-Looks. Die 30-Jährige setzt auf ein schwarzes, enges Mini-Kleid mit raffiniertem Schulter-Cutout und langen Ärmeln, das mit dunklen Pailletten besetzt ist. Dazu stülpt sie offene schwarze Heels. Ihre Zwillingsschwester Elisa bildet den perfekten Gegenpol und funkelt im weißen Pailletten-Kleid von Nadine Merabi, das mit semitransparenten Ärmeln besticht, mit Amelia um die Wette. Silberfarbene Pip-Toe-Pumps mit Strassriemchen runden ihren Look ab. Etwas zurückhaltender zeigt sich Flora Westerberg, die ebenfalls an der Party teilnimmt und zu schwarzen Wildlederpumps des Gastgebers Jimmy Choo eine schwarze Bluse und einen Midi-Rock mit Blumenstickereien stüllt. Partytime bei Alina Maria von Rumänien. Die Frau von Nicolas von Rumänien, 37. Zeigt sich bei einer Feier in Bukarest an der Seite ihres Ehemannes und stüllt dafür allerhand Glitzerschmuck in Form von schimmernden Ohrringen und einer passenden Kette. Highlight ihres Looks ist jedoch das eng anliegende Kleid mit weißem Off-Shoulder-Detail. Das sieht doch aus wie, richtig, Katharines Roland-Murt-Kleid bei der Europa-Premiere von Top Gun, Maverick im Mai 2022. Ganz offensichtlich hat der Kate-Effekt als auch Royals fest im Griff. Für viele Frauen ist die Princess of Wales ein großes Styling-Vorbild und anhand dieses hübschen Kleides wird deutlich, auch Damen aus anderen Adelshäusern scheinen sich ein wenig Inspiration bei der Britin zu holen. Damit ist Alina Maria jedoch nicht die einzige. Auch Herzogin Meghan trug bereits einen ähnlichen Two-Tone-Look von Gabriela Hearst, der sowohl an Kates Kleid als auch an das der Rumänin erinnert. So oder so, auch der 34-Jährigen steht das schwarz-weiße Kleid hervorragend. Auf den ersten Blick mag man ob des sommerlichen Looks von Prinzessin Victoria 45 verwundert sein, doch die Kronprinzessin ist zu Gast in Kenia, wo derzeit angenehme 23 Grad herrschen. Für ihr Meeting mit der schwedischen Botschafterin in Nairobi hat sich die 45-Jährige ein blaues Maxi-Kleid mit weißem Blumenprint ausgesucht. In der Taille wird es durch einen leichten Stoffgürtel gehalten. Dazu kombiniert Victoria einen weißen Blazer sowie dunkelblaue Sandaletten mit hohem Absatz.
Die Haare hat sie zu einem strengen Du zurückgebunden, wie sie es meist bei offiziellen Terminen tut. Auf opulenten Schmuck verzichtet sie, trägt lediglich eine filigrane Goldkette und kleine Kreolen. Im Gesicht trägt sie ihr schönes Accessoire, ihr strahlendes Lächeln. Die spannendsten Royal Outfits der letzten Woche finden Sie hier.